Luna? Luna, ist alles okay? Oh mein Gott. Was machst du hier? Immer, das tut mir total leid. Raus! Ich wollte dir deine Wäsche bringen. Raus! Das war ja auch nicht abgeschlossen, hör mal. Das ist mein Zimmer. Raus! Immer, ich konnte das nicht wissen. Tut mir leid. Mach ja, ist nicht. Okay, jetzt geh doch mal. Das ist ja voll übergriffig, oder? Ist das hier eine... Ja, es tut mir leid, wirklich. Raus! Tut mir... Tschüss! Boah, dass die das nicht rafft, ne? Das ist mein Zimmer. Toll, die hat alles versaut. Ich verstehe das auch nicht, warum die sich so benimmt, Mann. Das geht doch nicht. Privatsphäre und so, hallo? Ja. Na komm, machen wir weiter, oder? Na komm schon. Komm schon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann meine Mutter nicht anklopfen oder was? Seit ihr brutaler Mann Bernd im Gefängnis ist, ist Elas Leben wieder in Ordnung. Doch der neue Freund ihrer Tochter Luna ist der 40-Jährigen ein Dorn im Auge. Ist das dein Ernst? Wenn die Tür zu ist, dann ist die Tür zu. Ich konnte das nicht wissen. Es tut mir wirklich leid, Mann, Luna. Wir verstehen uns doch so gut, seitdem Bernd nicht mehr da ist. Dein Freund kann auch von mir aus mitessen. Ich habe extra dein Lieblingsessen gekocht. Probier doch mal. Komm. Na gut. Vorsicht, Hans. Schmeckt? Ja, ist schon ganz gut, aber ich würde noch ein bisschen Oregano ranmachen. Warte mal. Warte. Was Hallo? Ist das? Hallo, was soll Luna? Das? Hallo? Was ist das? Hast du noch mehr Lass davon? Lass mich mal los. Hör mal, ich kenne das doch von Bernd. Schlägt er dich etwa? Bist du bescheuert? Luna, mach mir die Wahrheit. Sowas kommt halt, wenn man guten Sex hat, aber davon hast du ja gar keine Ahnung. Keine Ahnung, ich sehe doch, was Sache ist. Das hat doch mit Sex nichts zu tun. Luna, tut er dir weh? Bist du eifersüchtig oder was? Quatsch, eifersüchtig? Eifersüchtig? Ich glaub's nicht, weißt du was? Such dir einen eigenen Typen und weißt du was? Mir ist der Hunger vergangen. Es ist ein Luna. Scheiß alleine. Ela hat in ihrer langjährigen Ehe natürlich selbst Erfahrungen gemacht mit Gewalt und hat Angst, dass ihrer Tochter das Gleiche passiert. Und nicht zu Unrecht, denn häufig wiederholt sich die Geschichte tatsächlich. Besser wäre gewesen, ruhig Blut zu bewahren, aber weil das ihr eigenes Thema ist, geht sie natürlich schnell in die Luft. Ey, meine Mutter hat totale Paras. Ist doch nicht mein Problem, dass sie sich damals so einen Irren angelacht hat wie mein Vater. Aber ich lebe mein Leben. Und Marc ist ein totaler Gentleman. Der sieht viel zu geil aus. Schon alleine deswegen wird er mir nichts tun. Mir kann die da nichts vormachen, von wegen Sex. Ich weiß doch, wie sowas aussieht. Ich spüre, wie meine Tochter mir was vormacht. Verdammt, ich habe Angst, dass sich das wiederholt, was ich mit Bernd mitgemacht habe. Am Abend. Luna ist blind vor Liebe. Doch das böse Erwachen lässt nicht lange auf sich warten. Ah, das war gut. Du sag mal, weil eigentlich können wir sowas öfter machen. Also ich meine, nicht nur das hier. Meine Idee wäre, du ziehst bei mir ein. Überleg mal, sowas wie vorhin, das kann nie wieder passieren, dass deine Mutter einfach reinplatzt. Was eine Furie, ey. Ihr habt mir unser Reich für uns. Ja. Es ist auch an für sich eine süße Idee, aber ja, ich meine, ich würde das auch ganz gerne machen, aber ja, das Ding ist halt einfach, meine Mama, weißt du, wir haben halt so viel zusammen erlebt und ich kann sie halt einfach nicht alleine zu Hause lassen, deswegen, das geht halt nicht, so gerne ich es auch würde, es geht nicht, wirklich. Baby. Hm? Na komm schon, ey, das wäre unser Traum, Mann, unser Reich für uns. Das wäre doch der Hammer. Überleg doch mal, wie schön das wäre, wir beide zusammen. Hm? Es geht wirklich nicht. Ich muss zu Hause bleiben. Hallo, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Zieh bei mir ein. Hallo, lass mich los, du tust mir weh. Hallo, geht's noch? Du hast... Geht's noch? Kommst du klar oder was? Sorry, sorry. Nein, nein, tut mir leid. Baby, tut mir leid. Hey, das kam einfach so raus. Das ist rausgerutscht, wirklich. Hat sehr weh getan. Ey, es tut mir leid. Mann, du hast mir weh getan. Ja, bitte, komm her, komm her. Das ist doch nur, weil ich dich so lieb habe. Hör mal.
Marks Verhalten ist ganz klar ein No-Go. Ihm rutscht hier die Hand aus und auch wenn er versucht, sich zu entschuldigen, die Gefahr ist sehr groß, dass das nochmal passiert. Deswegen sollte Luna mindestens aufmerksam sein, aber am besten so früh in der Beziehung auch erkennen, oh, hier fühle ich mich nicht sicher. Erstmal die Beine in die Hand nehmen und raus aus der Situation. Verzeih mir bitte. Ja, ist okay. Guck mal, deine Mutter ist eine erwachsene Frau, die weiß, was sie macht. Ja? Wir bauen uns hier unser eigenes Reich auf. Okay? Krass, da ist Marc für eine Sekunde richtig ausgetickt. Aber ich glaube ihm, dass es nur ein Versehen war. Ich meine, er wird mir doch nie absichtlich wehtun, oder? Ach, ich kann's einfach nicht leiden, wenn man mir widerspricht. Das ist alles. Aber ich krieg Luna schon noch dazu. Sie wird einsehen, dass es das Beste ist für sie. Hier kann ich auf sie aufpassen und ihre Mutter kann sie hier nicht kontrollieren. Am nächsten Morgen. Ela ist verzweifelt. Sie hat Angst, dass ihre Tochter bei Marc in Gefahr ist. Hör mal, Luna, melde dich doch. Ich mache mir Sorgen. Ich warte auf deinen Anruf. Tschüss. Luna, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich habe dir, weiß Gott, wie oft nach der Mailbox gesprochen. Du kannst doch sagen, wenn du auswärts schläfst. Nein. Ich bin keine 12 mehr. Ich muss dir ganz bestimmt nicht mehr sagen, wo ich schlafe. Achso, oder wolltest du wieder reinplatzen, wenn wir am F*** sind? Quatsch, Luna. Ich glaube nicht. Also, ich wollte eh nur meine Schulsachen holen und dann bin ich weg. Luna, du kannst ja gerne was haben, aber das finde ich ziemlich unhöflich jetzt. Ich möchte schon, dass meine Tochter einen Mann hat, der Manieren hat. Manieren, ja. Ich hab gehört, ihr Ex-Mann, der hat auch nicht so viel Manieren, oder? Mein Ex-Mann? Was kommst du mir jetzt mit meinem Ex-Mann? Das hat mit der Sache jetzt hier gar nichts zu tun. Du kannst dich ja nicht mit meinem Ex-Mann vergleichen. Pass mal auf, ja? Mach mich jetzt ganz anders. Ja? Aber, ne, auf. Du tust mir weh. Du misst dich nie wieder ein. Weder bei mir noch bei deiner Tochter. Haben wir es verstanden? Ja? Ganz sicher? Schön. Freut mich. Hm? Dann sind wir doch wieder Freunde. Super. Ich bin soweit. Perfekt. Auch fertig? Wir sind dann weg, ja? Klar bin ich fertig. Auf geht's. Heidewitzka, normalerweise verstecken Typen wie Marc ihr Gesicht ein wenig länger, aber er macht hier gar keinen Hehl daraus, wer er ist und was er vorhat. Und es wäre gut, wenn Ela das jetzt erkennen würde, sich nicht einschüchtern lässt, sondern am besten sofort zu einer Beratungsstelle geht und sich Unterstützung holt. Der Alten muss man mal Bescheid geben, wie es läuft, ja? Sonst mischt die sich permanent ein. Ich kenne das schon. Aber die ist der Prügel gewohnt. Von daher, ich zeige ihr, wie der Hase jetzt läuft und dann spurt sie auch. Ich wusste ja, dass mit dem Kerl was nicht stimmt. Aber das war ja total brutal. Der ist total irre. Ich hab solche Angst um Luna. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. Nach der Schule. Ela will ihre Tochter vor dem gewalttätigen Marc warnen. Doch die 17-Jährige reagiert anders als erwartet. Was? Luna, ich muss mit dir reden. Was denn jetzt schon wieder? Weißt du, wie sich Marc heute verhalten hat, als du nicht im Raum warst? Was soll passiert sein? Kommt in die Küche, bedient sie an meinem Frühstück, ohne zu fragen. Oh nein! Das ist nicht das Problem, aber er ist aus dem Nichts. Ist er unheimlich aggressiv geworden, er ist mir in den Hals gegangen, so. Ey, du übertreibst voll, was erzählst du für einen Scheiß? Aus welchem Grund soll ich übertreiben? Du kannst mir ruhig vertrauen, warum soll ich dir irgendwelche Lügen erzählen? Hallo? Dieser Mensch ist gefährlich. Erstens, Marc, der würde sowas niemals tun. Bleibst du jetzt erstmal stehen. Mann, gib doch einfach zu, dass du den nicht leiden kannst. Du brauchst doch nicht so einen Scheiß erzählen, Mann. Und Scheiß erzählen? Ich erzähl dir keinen Scheiß. Dein Freund ist total brutal. Und du spinnst einfach nur. Ich will doch nur dein Bestes. Verstehst du das nicht? Das hat damals zwischen deinem Vater und mir nicht anders angefangen. Und du weißt, wie es geendet ist. Ja, genau. Es ist das Ende davon, dass du paranoid bist, dass du ein Alki geworden bist. Mehr nicht. Du bist einfach nur eifersüchtig. Das war's. Luna, ich bin nicht eifersüchtig. Such dir mal einen Typen. Such dir einen Typen. Dann hast du deine eigenen Probleme. Aber misch dich doch nicht bei mir ein.
Ja, die Problematik ist, dass es zwischen Ela und ihrer Tochter keine gute, vertrauensvolle Basis gibt. Und dann ist es natürlich auch schwierig für Luna anzunehmen, was die Mutter sagt, wenn sie eher rumschreit. Luna ist verliebt auf Wolke 7, dann will man nicht hören, dass der eigene so tolle Mensch, den man auf den höchsten Sockel heben möchte am liebsten, in Wirklichkeit vielleicht ein ganz gefährlicher Mensch ist. Klar war das ein bisschen hart. Aber ich kann es einfach nicht ab, wenn meine Mutter sich in mein Leben einmischen will. Was weiß die denn schon? Stattdessen erzählt die einfach irgendwelche Lügen über Marc. Ne, sorry, darauf habe ich keinen Bock. Ich verstehe nicht, warum sie mir nicht glauben will. Ich würde sie doch nie belügen. Am Abend. Luna will sich ihre Beziehung von ihrer Mutter nicht kaputt machen lassen. Doch der nächste Ärger steht bereits ins Haus. Wusste ich's doch. Ja? Macht die Nacht zum Tage? Ich weiß, es geht mich nichts an. Besser. Wo siehst du aus, Mäuschen? Ist das dein Ernst? Hast du gesoffen? Ich verbinde mir das. Was soll ich denn tun, wenn mein Kind nicht auf mich hört? Ey. Das wäre doch eh nichts. Die Flasche ist ja so gut wie leer. Gib mir meine Pulle wieder. Ist das dein Ernst? Ich verbiete mir. Ich ertrage das nicht, ne? Wenn du meinst, du musst jetzt noch mal abstürzen, dann aber ohne mich. Ich war so froh, dass das alles vorbei war mit dem Gesaufe, mit dir, mit Bernd und der ganzen Sache. Und jetzt geht das wieder los, oder was? Hey, ne, wenn du meinst, du musst das machen, dann ohne mich. Ich werde ausziehen, ich ziehe zu Marc. Nein! Hat er das denn gesagt? Ja. Komm, Schatz, wir gehen. Mach's alleine. Viel Spaß noch beim Saufen. Ja, es war schon zu befürchten, dass dieses fragile Verhältnis zwischen Mutter und Tochter einbrechen wird. Und gerade jetzt, wo Ela unter solchem Druck steht, hat sie offensichtlich keine andere Idee gehabt, als zum Alkohol zu greifen. Aber für Luna ist das ein rotes Tuch. Und dass sie jetzt aus dem Haus getrieben wird durch die eigene Mutter und in die Arme des Freundes, puh, mir macht das Sorge. Ich fass es nicht. Es war so hart für meine Mutter, mit dem Alkohol aufzuhören. Und jetzt fängt sie schon wieder an.